nächste Woche Nummer 5, das sind die Themen für heute. Die Deutsche Bahn ist wieder auf dem Weg zu einer Einigung. Busunglück in Rothenburg. Am Wochenende gab es zwischen der Bahn und der DDL eine Einigung zu einer Friedensverhandlung, die bis zum 3.3.2024 andauern soll. Seit Mittwoch hat die Gewerkschaft in ganz Deutschland die Schienen lahm der Streik. Bis Montagabend kann es noch zu Einschränkungen in dem Bahnverkehr in Deutschland vorkommen. Daher auch gleichzeitig die Bahn ist ja erstmal in der Friedensverhandlung und bis zum 3.3. schauen die, ob die eine Einigung erzielen können. Diesen 7.30 Uhr kam es laut einer Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rothenburg ob der Taube zu einem Busunglück. Der Bus, in dem sich 44 Fahrgäste, hierunter 36 Minderjährige, befanden, ruschten aufgrund von Eisklette von der Eisfläche ab und landeten im Graben. Im Bus befanden sich 20 SchülerInnen im Alter von 9 bis 14 Jahre. Ja, und weitere Sachen zu dem Fall werden aktuell untersucht von der Polizei. Ein vermeintlicher Online-Flirt, der nicht mit einem Date, sondern mit einer Geldförderung endet. Sexoktion wird diese Form der Erpressung genannt, deren Fallzahlen offenbar deutlich steigen. Auch die Polizei Mittelfranken warnt inzwischen davor und gibt Tipp, wie man sich vor der Betrugmasche schützen kann. Tausende Menschen sind in Deutschland nach Erkenntnis der Polizei mit Nacktbilder oder intime Videos erpresst worden. Daher gab eine Umfrage der deutschen Presseagentur aus der vergangenen Dezember unter der Landeskriminalämter demnach gab es 2022 weit mehr als 2000 erfasste Fälle im Inland. Allein die Polizei in Nordrhein-Westfalen sprach von 785 erfassten Taten, die als Erpressung auf sexuelle Grundlage über das Internet eingestuft worden seien. Ein hartes Thema. Wie ihr euch weiter schützen könnt, einfach keine Bilder auszutauschen, nicht auf Förderungen vom Verbrecher einzudienen, sondern bei der nächsten Dienststelle sich zu melden. Das waren die News der Woche, dieser Woche. Euch noch einen schönen Tag. Macht gut. Tschüss.